Servus. Servus, wir sind Nina und Tom und zwei absolute Kroatien-Liebhaber. Und wenn es um die schönsten Städte in Kroatien, wenn nicht sogar Europa geht, dann ist Dubrovnik immer ganz weit vorne. Ja, die Stadt punktet mit einer 2 Kilometer langen, festungsähnlichen Stadtmauer aus dem Mittelalter. Und auch alle Game of Thrones-Fans werden einige Schauplätze wiedererkennen, wie zum Beispiel diese Treppe hier. Was du sonst noch alles in Dubrovnik erleben kannst, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Losgeht, möchten wir euch kurz noch eine Karte einblenden, wo sich Dubrovnik eigentlich befindet. Und da seht ihr schon, so easy ist es mit dem Auto gar nicht mehr zu erreichen. Ab München bräuchtet ihr zum Beispiel 12 Stunden bis nach Dubrovnik. Im Moment müsst ihr sogar noch einmal das Land wechseln und ganz kurz durch Bosnien-Herzegowina fahren. Das soll sich aber ab Mitte 22 dann erledigt haben. Dann gibt es nämlich eine neue Brücke, sodass ihr einen Länderwechsel vermeidet. Aber es ist natürlich immer noch ein ganz schönes Stück zu fahren. Es lohnt sich aber auf alle Fälle auch ein paar Stopps auf dem Weg dorthin einzulegen oder eben dann mit dem Flugzeug zu fliegen. Wir selbst haben Kroatien und auch Dubrovnik bei einem Roadtrip erkundet quer durch Kroatien. Wenn euch die Route interessiert, schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei. Den haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ebenso wie alle Tipps zu Dubrovnik, die jetzt kommen. Das absolute Highlight in Dubrovnik ist auf jeden Fall die Stadtmauer. Die ist nämlich 2 Kilometer lang und umringt einmal komplett die Altstadt. Und sie zählt zu den besterhaltensten mittelalterlichen Befestigungssystemen in ganz Europa. Und ja, es ist definitiv ein Muss, dass man einmal auf der Stadtmauer diese 2 Kilometer um die Altstadt läuft. Die ist nämlich bis zu 6 Meter breit und 25 Meter hoch. Also man hat dort echt eine super Aussicht, natürlich auf die Altstadt, aber auch aufs Meer und die Klippen in der Umgebung. Das kostet zwar knapp 30 Euro Eintritt, aber es lohnt sich definitiv. Man kann das Ticket nämlich dann zum Beispiel auch für die gegenüberliegende Festung noch verwenden. Und hebt euch das Ticket auch auf jeden Fall auf, denn es gibt genau 3 Außeneingänge. Also man kann bei der Stadtmauer auch immer wieder runter in die Altstadt und wieder hoch, aber man muss natürlich immer wieder das Ticket vorzeigen. Für den kompletten Rundgang sollte man ungefähr so 1 bis 2 Stunden einplanen. Die Festung Lovrijenac liegt gegenüber der Altstadt und auf dem Weg zu dieser Festung kommt ihr an der berühmten Blackwater Bay aus Game of Thrones vorbei. Also schaut mal, ob ihr die wieder erkennt. In der Festung angekommen habt ihr dann einen richtig coolen Ausblick eigentlich auf die Altstadt. Da seht ihr auch nochmal wunderschön die Festungsmauern von außen. Ne? Ansonsten dürft ihr nicht allzu viel erwarten. Da ist eigentlich kaum Interieur drinnen in der Festung. Also die ist relativ leer. Die Festung war übrigens aber auch Schauplatz von gleich mehreren Szenen in Game of Thrones. Als Dradun wird die Hauptflaniermeile in Dubrovnik bezeichnet. Sie führt einmal vom Haupteingangstor, vom Pille-Tor bis zum Sponsorpalast. Und im Sommer oder eigentlich immer tummeln sich dort die allermeisten Touristen. Ganz am Anfang beim Pille-Tor findet man dann auch noch einen alten Brunnen, der früher für die Wasserversorgung in der Stadt gesorgt hat. Und ganz am Ende ist, wie gesagt, der Sponsorpalast. Darin befindet sich heutzutage das Stadtmuseum. Und der Blickfang auf der Stradun ist auf jeden Fall auch der 31 Meter hohe Glockenturm, den man leider nicht besteigen kann. Ein Tipp noch, beim Brunnen könnt ihr sogar heute noch Wasser abfüllen, stimmt, eure Flaschen. Das ist Trinkwasser. Wenn ihr dann bei der Stradun einmal ums Eck geht, dann erwarten euch 2 weitere bekannte historische Gebäude. Einmal die Kathedrale von Dubrovnik. Diese ist im barocken Stil erbaut, also innen relativ pompös. Und außerdem werden da auch die Reliquien des Stadtpatrons aufbewahrt. Und der Rektorenpalast, den werdet ihr auch sofort erkennen, der hat nämlich außen so ganz markante Säulen, die auch wunderschön verziert sind. Innen befindet sich dann ein Stadtmuseum und den Innenhof, den werdet ihr bestimmt auch wiedererkennen, wenn ihr Game of Thrones gesehen habt. Der alte Stadthafen befindet sich direkt hinter dem Sponsorpalast und es ist wirklich ein malerisch schöner Ort. Dort schaukeln ein paar alte Fischerboote, aber auch kleine Yachten. Und dort legen zum Beispiel auch die Personenfähren ab, um auf die Insel Lokrum zu fahren. Den besten Ausblick auf den alten Hafen habt ihr aber von der Stadtmauer aus, wenn ihr da einmal rumspaziert. Die Ignatiuskirche und die davor befindliche Jesuitentreppe ist gar nicht mehr so einfach zu finden in dem ganzen Wirrwarr aus engen Gassen in der Altstadt. Die Kirche ist
eigentlich gar nicht so spektakulär von innen. Außen hat sie eine ganz schöne Fassade. Bekannt ist die Kirche und vor allem auch die Treppe, aber vor allem durch Game of Thrones. Denn sie stellt quasi, also die Kirche ist die große Septe der in King's Landing, also die Hauptkirche dort. Und die Treppe ist bekannt von dem berühmten Walk of Shame von Cersei Lannister. Also die erkennt ihr bestimmt wieder, wenn ihr Game of Thrones geschaut habt. Übrigens können wir euch allgemein empfehlen, wenn ihr Game of Thrones Fans seid, dass ihr einfach eine Game of Thrones Tour macht in der Stadt. Die werden da ganz oft angeboten und dann kommt ihr an die ganzen Sightseeing-Spots aus der Serie hin. Genau, wenn euch das Video gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns den Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert. Das Franziskanerkloster befindet sich ganz in der Nähe des Pillertors und es beeindruckt seine Besucher vor allem durch den wunderschönen Kreuzgang. In der Mitte befindet sich ein kleiner Garten, der wie so eine Oase mitten in der Stadt wirkt. Besonders sehenswert ist aber auf jeden Fall auch die alte Klosterapotheke dort. Dort gibt es einen extra Ausstellungsraum mit so ganz alten Apothekenwerkzeugen und Medikamenten. Und wenn ihr dort eine Führung bucht, erfahrt ihr auch noch mehr über die Heilkunde der damaligen Zeit. Vor allem war es die erste Apotheke Europas, oder? Genau, die älteste noch geöffnete Apotheke in Europa gibt es dort. Allgemein können wir euch empfehlen, falls ihr das Franziskanerkloster, den Sponsorpalast und noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten in Dubrovnik besuchen wollt, besorgt euch auf jeden Fall die Dubrovnik-Card. Damit spart ihr nämlich auf jeden Fall auch Eintritt. Ja, das war es jetzt mit den Highlights in der Altstadt. Grundsätzlich muss man aber sagen, schlendert einfach mal in der Altstadt rum. Es ist wirklich, Dubrovnik ist die perfekte Altstadt für uns. Das stimmt einfach alles. Es ist ultra cool, einfach sich mal durch die engen Gassen treiben zu lassen und sich dann auch ein bisschen zu verlaufen. Ne? Also macht es auf alle Fälle. Wir haben jetzt noch ein paar Highlights außerhalb der Stadtmauer. Nach so viel Sightseeing möchte man natürlich auch mal vielleicht baden in dem glasklaren Wasser vor Dubrovnik. Und da haben wir zwei Empfehlungen für euch. Das erste ist der Stadtstrand. Dieser ist wirklich richtig schwierig zu finden. Ihr müsst nämlich einmal durch die Stadtmauer durchgehen. Und den Eingang, der ist nicht so einfach zu finden, weil er auch nicht gut ausgeschildert ist. Dort angekommen, also einmal durch die Stadtmauer dann durch, erwartet euch so ein kleiner betonierter Strand. Also es ist jetzt nicht der schönste Strand, was aber richtig cool ist. Ihr habt natürlich einen Hammerblick direkt auf die Stadtmauer und auch auf Lockroom und könnt dort auch sogar in einer Bar kleine Getränke bestellen. Der schönere Strand an sich ist aber der Banje Beach. Das ist sogar ein Sandstrand, was ja ziemlich selten ist in Kroatien. Dort habt ihr auch einen wunderschönen Blick auf Lockroom und auf Dubrovnik und könnt natürlich voll entspannen und euch sonnen. Den besten Ausblick auf Dubrovnik habt ihr von dem dahinterliegenden Berg aus, dem Aussichtsberg, der nennt sich Strutsch oder so ähnlich. Ich blende euch den Namen mal kurz Strutsch ein. Auf jeden Fall gibt es da drei verschiedene Möglichkeiten hochzukommen. Entweder ihr fahrt mit der Seilbahn hoch, die startet direkt vor dem Stadttor ungefähr. Die kostet allerdings 24 Euro für eine Berg- und Talfahrt. Das Geld könnt ihr auch, euch auch sparen, indem ihr entweder hochwandert. Das sind 3,5 Kilometer, aber ihr solltet da mindestens eine Stunde einplanen, um hochzuwandern. Oder falls ihr mit dem Auto dort seid, könnt ihr euch einfach die Panoramastraße mit dem Auto hochfahren und dann bequem und unverschwitzt den Ausblick genießen. Direkt bei Dubrovnik findet ihr eine kleine vorgelagerte Insel, diese nennt sich Lockroom. Vom Stadthafen aus könnt ihr da relativ schnell mit einer Fähre rüberfahren. Auf der Insel erwarten euch dann verschiedene Highlights. Einerseits gibt es dort Strände, dann gibt es ein Game of Thrones Museum mit einem Original Game of Thrones eisernen Thron und auch ein totes Meer, also ein Salzwassersee, wo ihr sogar drauf schwimmen könnt, also quasi schwebt. Das waren jetzt die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Dubrovnik. Wir haben aber noch einen letzten wichtigen Tipp für euch. Falls ihr mit dem eigenen Auto anreist, würden wir euch empfehlen, jetzt nicht innerhalb der Stadtmauern zu übernachten, denn ihr müsst sonst teuer außerhalb der Stadtmauern irgendwo parken und dann irgendwie mit eurem ganzen Gepäck reinlaufen, sondern am besten sucht ihr euch eine Unterkunft außerhalb der Stadtmauern mitten im Parkplatz. Wir haben euch unsere Unterkunft mal verlinkt unten in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns den Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert, damit ihr keine Reisetipps mehr verpasst. Ja, und alle Infos findet ihr auch nochmal auf unserem Blogartikel, den wir euch ebenfalls unten verlinkt haben. Und wenn ihr gleich weiterschauen wollt, dann findet ihr hier noch mehr Kroatien-Videos. Viel Spaß! In diesem Sinne, ciao!